Partner oder ihrer Partnerin schon eine ganze Weile zusammen und haben das Gefühl, irgendwie, das habe ich mir anders vorgestellt. Bleibe ich jetzt in der Beziehung weiter oder gehe ich raus und suche mir jemand anders? Bleibe ich drin, das würde ja heißen, ich muss ja irgendwie etwas ändern. So. Dieser Zeitpunkt, wo ich mir die Frage stelle, der kommt unterschiedlich früh. Manche haben es schon nach 5 Minuten und manche brauchen 50 Jahre und haben immer noch nicht genug voneinander. Also reden wir von dem Zeitpunkt, Sie haben das Gefühl, es läuft nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Vielleicht haben Sie am Anfang gedacht, okay, diesen Partner, den ich mir ausgesucht habe, der hat gutes Potenzial, den entwickle ich noch. Sie haben sozusagen eine Art sozialpädagogisches Verhältnis zu Ihrem Partner. Das passiert, Frauen, machen Frauen übrigens öfter als Männer, interessanterweise. Aber das nur als Fußnote. Das Wichtige ist, Sie haben das Gefühl, es tut sich nichts, es müsste sich was entwickeln und so weiter. Und wenn Sie das spüren, ich würde es immer schon mal bald ansprechen, weil es kann sein, dass Sie unausgesprochenermaßen mit einem Partner zusammen sind, der eine ganz andere Vorstellung hat, was eine Ehe ist. Wenn der sich vorstellt, Ehe und langjährige Beziehung heißt, ich bin verlässlich, sage es gleich, bin berechenbar. Und Sie selber denken, Beziehungen, da muss man sich doch entwickeln. Das muss ständig, man ändert sich ständig neu, man lernt immer dazu und all so Sachen. Dann sind Sie in einer unterschiedlichen Veranstaltung und da müssen Sie mal drüber reden, ob das, was Sie da, ob Sie bleiben wollen oder ob Sie gehen wollen. Die Möglichkeit ist heute viel, Sie überlegen, viel, viel einfacher auszugehen. Das ist sozial, wird es nicht mehr sanktioniert. Jetzt kommen wir beim Punkt, ich würde beide mal separat hier durchdenken. Was passiert, wenn Sie sich entscheiden zu gehen? Was passiert, wenn Sie sich entscheiden zu bleiben? Und also immer auf der Basis des Zweifels, bin ich da richtig oder bin ich nicht richtig? Wenn Sie bleiben wollen, dann ist wichtig, dass Sie aus den richtigen Gründen bleiben. Es bleibt, manchmal gibt es die Konstellation, und die finde ich ziemlich schmerzlich, wenn ein Partner sagt, ich bleibe, ja, aber ich bleibe deshalb, weil ich zum Gehen mich zu schwach fühle oder weil ich den Eindruck habe, ich komme da auf einen Partnermarkt, dem ich nicht gewachsen bin. Also, das heißt, dann würden Sie aus Vermeidung, aus Gründen von Autonomievermeidung vielleicht drin bleiben, aber der Partner wird es auch merken. Vielleicht geht es ihm womöglich noch ähnlich. Da können was draus werden, aber wenn es dem nicht so geht, man muss das sehr aufpassen, dass man nicht die eigene. Ja, auch die eigene Selbstachtung nicht vom Partner abhängig macht, sondern dass man da bei sich bleibt. Also, wenn man bleibt, wäre es wichtig, sich zu entscheiden, dass man bleibt, obwohl der Partner seine Macken hat und schlimmer als das, er hat Macken, die manchmal nicht zu verändern sind. So. Es geht um die Neuentscheidung für eine Partnerschaft, wenn sie an der Stelle sind. Das kann man machen. Und wichtig nochmal, dass sie auch von ihren eigenen Entwicklungsvorstellungen die nochmal in eine realistische Überprüfung geben, also mit sich selber. Viele Menschen haben das Gefühl, also wir lieben uns, wir haben auch geheiratet, wir haben Kinder zusammen und so weiter und müsste das so bleiben. Es ist völlig verrückt, diese Idee, sind die gleichen Menschen, die sagen, ja klar, im Beruf ändert sich was, im biologischen Leben ändert sich was, im verwandtschaftlichen, in meinem Gesundheitszustand und so weiter und so fort. Nur ausgerechnet die Liebe und der Sex, die sollen gleich bleiben. Also ein Unfug. Die Variante, das hoch zu bewerten, führt dann dazu, dass man sich gerade nochmal in die Enttäuschungsfalle reinläuft. Wenn Sie bleiben, dann machen Sie es. Das können Sie auch mit sich machen oder mit dem Partner. Dann bleiben Sie im Bewusstsein, dass der Partner so ist, wie er ist. Und dass Sie nicht den größten Fehler machen, den der Paartherapeut John Gottman mal gesagt hat, der größte Fehler, den man macht, ist, dass man in der Partnerschaft